Mit seinen 4 Gästehäusern bietet der Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Kassel günstige Freizeitangebote für Schulklassen, Familien, Seniorengruppen oder Vereine. Das 23 Hektar große Areal des Jugendseeheims Sylt liegt inmitten einer herrlichen Dünenlandschaft und ein eigener Strand auf der Westseite der Insel ist nur wenige Gehminuten entfernt. Zimmer gibt es in verschiedenen Kategorien und für Schulklassen und Jugendgruppen steht ein traumhaft gelegener Zeltplatz mit 27 Zelten zur Verfügung. Dank Volleyballplatz, Kleinspielfeld, Minigolfanlage oder Sporthalle bietet die Anlage Freizeitangebote für jedes Wetter. Das Haus Panorama in Schönau am Königssee verfügt über 32 helle, modern eingerichtete Zimmer. Im Sommer lädt die große Terrasse und das weitläufige Außengelände mit Spielplatz, Schachfeld und Bolzplatz zum Spielen und Verweilen ein. Im Winter kann man es sich in gemütlichen Aufenthaltsräumen, im Almstüberl, im Jugendraum oder in der Sauna bequem machen. Der hauseigene Skiverleih macht den Winterurlaub erschwinglich. Die liebevoll sanierten Stallgebäude des Wasserschloss Wülmersen bei Trendelburg können heute für Klassenfahrten, Seminare oder Familienfeiern genutzt werden. Neben Gruppenschlafräumen und Doppelzimmern dient der ehemalige Garten als Zeltplatzwiese für bis zu 120 Personen und ein Grill, ein Lagerfeuerplatz und eine Remise runden das Angebot für Selbstversorger ab. Auch befindet sich ein Landmuseum samt Kiosk mit Kaffeebetrieb auf dem Gelände und in den Sommermonaten werden regelmäßig Kulturveranstaltungen angeboten. Die Jugendburg Sensenstein bei Kassel wird gemeinsam mit dem Landessportbund Hessen als Sportbildungsstätte betrieben. Das 20 Hektar große Areal bietet neben Spielplatz, Tischtennisplatten und Kletterwand auch eine 400 Meter Laufbahn mit Fußballfeld und einen Verkehrsübungsplatz. In 2 Häusern befinden sich 45 modern eingerichtete Zimmer sowie Seminar- und Werkräume. Hochwertige Trainingsmöglichkeiten bietet eine moderne Sporthalle, ein Lehrschwimmbecken und eine Gerätturnhalle.